Hey Leute, willkommen zurück zu Bound by Flame. Machen wir mal weiter, reden wir mit dem Prinz Arandil, so heißt er. Da bist du ja. Hast du eine Entscheidung getroffen? Ach ja, komm, ja, ich werde mit dir bei Karaltas kämpfen, genau. Ich werde mit euch bei Karaltas kämpfen. Eure Armee könnte die einzige Chance für den Sieg sein. Idiot! Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben. Ich weiß nicht, ich find's immer ganz lustig, das Gegenteil von dem zu tun, was der Dämon sagt. Auch wenn ihr damit nicht so einverstanden seid. Ich weiß, ihr wollt den Dämon in mir sehen. Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich vielleicht ein optionales Video mache mit dem anderen Ending. Leute, ich kann es nicht versprechen. Also ihr müsst überlegen, was ich jetzt alles hier spiele, das müsste ich dann offcam nochmal nachholen und daraus dann Aufnahmen schneiden und schauen wir mal, ich kann es nicht versprechen. Aber ich hätte vielleicht schon Bock, es ein zweites Mal durchzuspielen, wenn ich die ganzen Dialoge skippe. Jetzt gehen wir mit den anderen nach Karaltas, um unsere Kräfte zu vereinen und den Todwandlern ebenbürtig zu sein. Ebenbürtig? Weil du einen Vasallen getötet hast, fern von seinem Meister? Da erwarte nicht so viel von diesem Körper. Wir nähern uns dem Reich eines der Dekromanten. Bei seiner Macht machen tausend mehr oder weniger keinen Unterschied. Die Macht, diesen Schädling zu zerstören, liegt in dir. Aber sie kann nicht von einem so schwachen Gefäß genutzt werden oder geschützt werden vor denen, die danach neigen. Ich werde stärker und stärker. Aber nicht stark genug. Und diese Stadt ist nicht von Interesse. Die Dekomanten werden sie mit einem Wink vernichten. Während er zögert, müssen wir uns beeilen, seinen Palast zu erreichen. Du sagtest, mir würde die Kraft fehlen. Ich werde mich nicht dem Wolf zum Fraße vorwerfen. Wenn du zum Herzen der Welt zurückkehrst, wird uns niemand aufhalten können. Du hättest schon die Macht. Magier und ihre Schergen zu zerstören, wenn du die Entwicklung dieses nutzlosen Körpers erlaubt hättest. Zieh dich an! Du wirst betrogen! Vulkan? Hast du etwas gesehen? Sie benutzen dich. Ich finde es ja interessant, dass man immer mehr von dem Dämon sieht. Ja, um das mal ganz kurz, ja, also falls ihr jetzt sagt, so ja, du kannst ja ein Safe-Game machen übrigens, da ich das kurz noch abhake, und dann später von da aus weiterspielen. Das geht nicht. Man hat immer nur einen Spielstand. Finde ich auch ein bisschen doof. Also gerade in unserer... Ja. Dein Hauptmann wird sich fragen, wo wir bleiben. Ja, klar. Gehen wir. Ja, gerade in unserer Zeit jetzt ist es so ein bisschen antiquiert, so ein Speichersystem. Aber gut, es geht halt nicht anders. Und deswegen müsste ich es nochmal komplett durchspielen. Da seid ihr ja, Herr. Gut. Planänderung. So kalt wie es hier ist, wird es keine Überraschung für euch sein, dass die Todwandler bereits hier waren. Sie sind immer noch nah. Wir müssen zu der Armee meines Vaters stoßen, so schnell wir nur können. Ich glaube, wir haben sie bereits gefunden. Schaut euch um. Es gibt Überlebende. Offensichtlich lagern sie nicht weit von hier. Dieser Soldat wird uns zu ihnen führen. Prinz Arandil, mein Herr. Seid ihr es wirklich? Soldat, was ist hier passiert? Ist der König hier? Die Todwandler haben uns überrascht. Die Kälte. Die Kälte und das Eis. Wir hatten keine Chance. Fast die gesamte Stadt wurde vom Eis eingenommen. Mein Vater! Wo ist der König? Ich weiß es nicht, Hoheit. Aber ein paar von uns konnten fliehen. Kommandant Fahlen hat ein Lager nahe der Stadt errichtet. Fahlen ist hier? Bring uns zu seinem Lager. Wie ihr wünscht. Folgt mir, mein Herr. Mein Prinz. Wir hatten die Hoffnung aufgegeben, euch wiederzusehen. Wir haben keine Meldung aus Bastion. Bastion ist verloren, Fahlen. Wir haben zu spät in den Krieg eingegriffen.
Der General der Allianz gab sein Leben, damit ich mit Relma entkommen konnte. Der Deserteur? Was wollte er in Bastion? Der Deserteur hat gekämpft, während du und deine seltsame Armee gewartet hat, im Warmen und in Sicherheit auf euren Ärschen sitzend. Ich hoffe, das Ergebnis gefällt dir, Fahlen. Ruhe, beide! Relma hat mir das Leben gerettet, Fahl. Betrachte ihn im Moment als begnadigt. Wie ihr wünscht, Herr. Ich sehe, dass euch die freien Klingen eskortiert haben. In Wahrheit eskortieren sie die roten Weisen. Aber ihre Anwesenheit ist ein Glücksfall. Sie haben die Todwandler in den Sümpfen besiegt. Dieser Mann hat einen ihrer Generäle vor meinen Augen erledigt. Ich erzähle später mehr davon. Jetzt muss ich meinen Vater sprechen. Wo ist er? Niemand weiß das, mein Prinz. Der König war in seinem Palast, als der Fluss Estelduin die Stadt überflutete. Der Fluss? Was ist passiert? Es war wie ein großer Tsunami, der alles einfror, das er berührte. Wir sahen die Vorhut der Todwandler vor 4 Tagen kommen und verstärkten die Verteidigung von Karaltas. Nicht einmal 10 Moloche hätten uns Angst gemacht. Aber wir haben nie erwartet, dass ein dunkler Eisfürst persönlich den Angriff anführen würde. Er kam gemächlich bis auf Pfeillänge an die Tore heran. Und dann stieg der Fluss aus seinem Bett und formte eine gigantische Wolke über Karaltas. Wir haben zu spät verstanden. Nahezu alle Soldaten standen auf dem Schutzwall oder in den Straßen, als die Eiswolke fiel. Sie erfroren, wo sie standen. Das war ihr Signal, um anzugreifen. Aber wir waren bereits besiegt. Wir kämpften um unseren Rückzug. Wir müssen den König finden. Ich weiß, mein Prinz. Aber jeder Zugang zur Stadt wird bewacht. Und wir können nicht riskieren, entdeckt zu werden. Es ist klar, dass wir keine 200 Schritte weit kommen, wenn wir nicht die Wächter in der Nähe des Lagers ausschalten. Nur dann sind wir in der Lage, die Stadt zu betreten und euren Vater zu retten. Ich gehe und suche den König. Vulkan, hab ich nach Freiwilligen verlangt? Unsere Mission ist vorbei. Die Roten Weisen haben es versaut und jetzt stehen sie unter dem Schutz der Armee der Elfen. Hauptmann, wenn wir schon hier sind, können wir uns auch nützlich machen, oder? Und wir müssen in die Stadt gehen, um zu erfahren, was mit Seewolf und den anderen freien Klingen passiert ist. Ah, Vulkan. Du hast keine Ahnung, was vor dir liegt. Deshalb werde ich mit ihm gehen. Ich bin hier aufgewachsen. Wir helfen uns gegenseitig. Mein Prinz, ihr wisst, dass es meine Pflicht ist, euch von solchen Risiken abzuraten. Und du weißt, dass deine Einwände keinen Unterschied machen. Niemand kennt den Palast besser als ich. Wenn mein Vater dort ist, finde ich ihn. Wie ihr meint, Herr. Aber ich fürchte die anderen Dinge, die ihr finden könntet. Ich kann nur hoffen, dass euch euer neu gewählter Verteidiger beschützen wird. Vergiss nicht, dass du erst gegen die Wächter kämpfen musst, bevor du was anderes tust, Vulkan. Währenddessen können die Jungs das Lager am Südtor errichten. Verstanden, Hauptmann. Gut, geht's mal weiter. Ich wollte noch ganz kurz sagen. Kiste. Wer ist denn jetzt bei mir, der Prinz oder was? Bist du jetzt mein Begleiter? Tatsächlich. Das ist ja lustig. Ich verdanke dir mein Leben. Das werde ich nie vergessen. Ja, hoffentlich. Bist du im Dorf aus deinem Koma erwacht? Wie seid ihr im Dorf aus eurem Koma erwacht? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass ich meine Augen geöffnet habe und den Lärm von Kampf gehört habe. Ich konnte noch meine Waffe greifen und in das Dorfzentrum gelangen. Es schien, als hätte der General der Todwandler auf mich gewartet. Manchmal ist das Pflichtgefühl stärker als der Schmerz von Wunden. Vielleicht hat das Heilmittel endlich geholfen. Relma hat es mir erzählt. Vielleicht hast du mir 2-mal das Leben gerettet. Wer weiß. Jedenfalls schulde ich dir viel. Das werde ich nicht vergessen. Der sieht ein bisschen aus wie ein Werwolf, oder? Oder wie einer, der sich halt in einen Werwolf verwandeln würde. Hat so ein paar biestige Züge, der gute Prinz. Ja, ich wollte gerade sagen, das Gift, dieses Gegengift, was ich gebracht habe, das hat bestimmt geholfen. Ja, Relma, den will ich auch mal mitnehmen, der ist irgendwie lustig. Kennt ihr Relma gut? Ich kannte ihn gut. Vor langer Zeit, als wir noch jung waren. Wir waren Milchbrüder. Wir wuchsen gemeinsam im Palast meines Vaters auf. Aber das Leben ging weiter.
und mit der Zeit wurden wir erwachsen und getrennt. Relma hat die Autorität meines Vaters in Frage gestellt und gegen seine Leute rebelliert. Er hat uns verraten. Er hatte einen guten Grund dafür. Einen guten Grund? Welchen Grund? Uns in den Krieg gegen die dunklen Eisfürsten ohne Vorbereitung zu ziehen? Ja, weiß nicht. Ja, ich würde auch sagen, der hätte gehorchen müssen, oder? Es stimmt, dass es verrückt gewesen wäre, dem Krieg ohne Vorbereitung beizutreten. Aber ihr seid noch hier. Anders als viele andere. Er hätte auf seinen König hören sollen. Das denke ich auch. Wir wären wie alle anderen massakriert worden, wenn wir von Anfang an mitgemischt hätten. Relma hat seine Leute verraten, seinen König und seinen besten Freund. Er hat uns geschwächt, weil er uns geteilt hat. Verstehe auch, dass mir das nicht leicht fällt. Na gut, komm, das reicht. Ich gehe jetzt. Ich gehe jetzt. Dann lass uns gehen. Oh. Meine Güte. Ja, ich finde echt, Walner hatte so die mit eine der besten Synchros, oder? Da war echt gut gesprochen, der Typi. Also der General, ihr wisst schon hier, ne? Er hat wenigstens einen guten Job gemacht. Nicht überragend, aber ich finde, das kann sich hören lassen hier. Walen heißt er. Sind denn schon wieder Walen? Ja, sind wirklich bald. So, bin ich denn bei dir? Lyestas. Hast du eine Minute? Ich will eigentlich gerne kaufen und nicht Fragen stellen. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen. Ich will kaufen. Achso, übrigens, ich wollte noch sagen, ich weiß zwar nicht, wie sich das äußert vom Aussehen her, wenn wir den Dämon mehr in uns walten lassen, aber ich weiß, dass man, glaube ich, dann mehr Feuerschaden macht und auch mehr Schaden bekommt durch Eis. Und ihr könnt euch ja denken, dass diese Frostfürsten nicht unbedingt mit Blümchen auf uns schießen. Von daher ist es gar nicht so doof, glaube ich, dass ich dem Dämon das etwas verweigere, oder? Na komm. Wechseln wir das Thema. Mach ich ein andermal. Bis später. Ich sag ja, Leute, wenn die Gespräche einfach schöner vertont wären, aber es tut mir ja fast schon selbst ein bisschen weh. Ach, Silbern, du hast nur Tränke, ne? Grüße. Was kann ich für dich tun? Ja, du könntest mir mal... Kann ich deine... Zeig mal. Ja, du hast nur Tränke. Habe ich mir gedacht. Da gibt's aber noch einen Händler, wie es scheint. Was ist das hier überhaupt? Lauter so Tunnel und Stollen, sind wir in der örtlichen Mine angekommen oder was? Ja, wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr mögt mir das ein bisschen verzeihen. Ich weiß, mir gefallen die Gespräche eigentlich auch, aber... manchmal auch gar nicht. Tut mir leid. Also, dann lasse ich da lieber ein bisschen was weg. Castianor. Guten Tag. Auch wenn der Ausdruck nicht wirklich angebracht ist, kann ich dir helfen? Weiß nicht, kannst du? Zeig mir deine Ware. Ich habe nicht viel. Ich benötige mehr Material, aber sieh her. Vielleicht findest du ja etwas. Okay. Das Teil ist gar nicht so schlecht, aber kostet 464 Gold. Leviathan, oh, guck mal. Das ist ein Fleischklopfer. Königlicher Krummsäbel. Der ist ja grottig. Ich meine, er macht zwar mehr Schaden auch, aber... Also dann wenn schon hier die Klaue, oder? Aber ich will ja nichts... Nee, warte, warte. Na, jetzt bin ich raus. Sieh an, du... Sieh Zeig an. Mir deine... Ich hab... Ja, ich möchte mal deine Dolche gucken, wie... Hat er natürlich keine. Aha, eine Sucherbrustplatte. Störungswiderstand? Oh, die sieht gar nicht mal so übel aus. Die Farbe ist schön, blau. Blau ist schön. Handschuhe der königlichen Wachen. Magiewiderstand. Also, plus eins noch dazu. Wenn das alles nicht so teuer wäre, aber ich kaufe mir auf jeden Fall die Platte, die Sucherbrustplatte. Dann kaufe ich mir die Handschuhe, weil die sind, oder, weiß nicht, die Beinschienen. Nicht genügend Gold, hahaha. Ist das lustig. So. Nein. Kinder, diese blöden Durchschalteteile. So, jetzt. Was habe ich denn da noch? Patrouillen? Die sieht ja Hammer aus, mit Stacheln und so. Finde ich gut. Ja, Stacheln sind supi an Rüstung. Aber ich glaube, die hier ist die beste, oder? Was haben wir denn noch? Störungswiderstand? Nee, nie. Gesundheitsregeneration. Ja, ich finde übrigens diese Schulterdinger richtig gut. Physischer Widerstand. Verderbtes Stahl.
Ich will ja diese Witcher-Teile, ne? Ich weiß nicht, Gesundheitsregeneration machen wir mal drauf. Ich brauche auf jeden Fall noch Schutz. Maximal. Ne, plus 5 maximale Gesundheit. Plus 10. Ja. Oder? Irgendwie sind das immer dieselben Teile, kann das sein, die ihr da drauf pappt? Und ja, maximale Gesundheit. Ne. Anzünden. Wächterflammen. Ne, die nutze ich ja auch so gut wie nie. Dann nehme ich mal Gift wieder. Ja, und damit sind die jetzt schlechter. Also zumindest von der Abwehr. Aber das ist ja nicht so wild, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so wild. Nee, das ist nicht so wild. Sieh an. So, Kumpel, komm. Ich will noch ein bisschen was zeigen in diesem Part. Noch ein paar Monster schnetzeln, wenn es geht. Verkaufen, bitte. Was haben wir denn da? Ich glaube, die Klinge. Komm. Ich hätte sie vielleicht entwerten sollen. Hacker. Nee. Ich weiß gar nicht, welche ich gerade ausgerüstet habe. Welche Dolche? Guck mal, die geben alle gar nichts, diese Rüstung. Das ist ja richtige Abzocke. Da kommen die nämlich auseinander. 18 Gold. Patrouillen Beinschienen. Ja, ich muss auch ein bisschen Gold verdienen, aber... Ne? Der sieht eigentlich ganz... Oh. Aha, Giftwiderstand. Waldläuferhelm. Schwer zu sagen, aber ich glaube, ich nehme den. Also ich werde den hier anziehen. So, und jetzt habe ich den noch an. Ja. Das ist nämlich auch noch sowas. Man kann, glaube ich, als umgewandelter, sage ich mal, umgewandelter Mensch, kann man auch keine Helme mehr aufziehen. Ihr könnt es euch ja vielleicht denken, weil so als Dämon, wenn man da so äußerliche Attribute von bekommt, dann könnte das ja vielleicht auch was mit dem Kopf anstellen, sage ich mal so. Ja, okay, ich verrat's. Man bekommt Hörner. So wollte ich. Den wollte ich auseinandernehmen, oder? Nee. Recyceln. Nicht, dass ich hier einen Fehler mache. Die Ersatzarmbrust. Hacker. Die habe ich ja gerade ausgerüstet. Warum wolltest du die verkaufen, bitte? Ich verstehe das nicht. Dass er da immer alles gleich verkaufen will. So, Heiltränke. Wie viel habe ich denn da? Wie viel habe ich denn aktuell? 5 Stück. Ja, dann bastel ich mir mal ein paar. Komm. Können ja nicht schaden. So, Magietrank brauche ich eh nicht. Die benutze ich so selten. Der Drake sagte mir, ich soll doch Armbrustbolzen für später. Da kommen noch ein paar Sprengfallen. Ja, weil später gibt es wohl Gegner, die machen sehr viel Schaden. Aber ja, werde ich dann machen, wenn es soweit ist, glaube ich. So, ach, das ist jetzt auch so ein kleiner Ort quasi, wo ich mich drin aufhalten kann. Oh, Edwin. Du kommst später wieder mit. Und diesmal werde ich auf die Quests achten, bevor ich eine mache. Was ist das denn? Das ist ein Wächter. Ich dachte, das wäre so ein Gnom. Guck mal, von hinten sah der echt ein bisschen... sah echt ein bisschen komisch aus, ne? So, was haben wir denn? Aha. Was habe ich denn gerade für eine Stance? Ich habe die Krieger nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es mir hier so gefallen soll. Das ist mir alles so... Ja, so verwinkelt, ohne Übersicht. Oh oh. Und da sind schon Gegner. Ach, hier wieder, meine Freunde. Yes. Schnitzt euch alle auf. Der Prinz ist ein Nahkämpfer. Ich hätte jetzt eher gedacht, er ist ein Zauberer oder so. Sicher. Sage mal. Ist mein Feuerball, der keinen Schaden macht. Ich habe ja ein bisschen Gesundheitsregeneration. Bringt das auch was? Oh. Okay, das... Shit. Das war ein großer Ausfallschritt. Mensch. Ich dachte nicht, dass der doch so weit kommt damit. Na komm, gehen wir erstmal in Verborgenheit. Dann mache ich da auch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja, ja, komm. Kennen wir alles. Kennen wir alles. Und... Oh. Schön. Hopsala. Nee, also mit dem Prinzen werde ich, glaube ich, nicht so warm werden. Komm mal. Kannst du mal weniger schießen, bitte? Ich habe hinten noch ein Schild.
mal, der kippt ja gleich schon um. Ja, hast du gut gemacht. Oh, guck mal, ja, der hält ja gerade ein bisschen. Den hältst du schon aus, Kumpel, ne? Oh oh. Artchen. Sag mal, die hauen ja zu, ne? Alter Schwede, wie soll ich die denn knacken, bitte? Wir werden diesen Bereich überwachen. Danke für deine Hilfe. Ja, super. Nee, jetzt mal ernsthaft, was sind das für Gegner? Da brauche ich doch gezwungenermaßen Krieger, oder? Also ich glaube nicht, dass ich hier mit meinem Dolchgefuchtel weit komme bei denen, weil... Nee, komm, dann hole ich mir mal Edwin. Dann kann sie wenigstens einen übernehmen oder sowas, weil das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Warte mal, hier war ich falsch. Da muss ich zu weit laufen, um zu Edwin zu kommen. Oh, guck mal. Och, nee, Leute. Ja, ne? Ihr habt mir noch gesagt, mach doch Krieger. Krieger ist hier viel besser. Habt ihr vielleicht Edwin, recht gehabt. Ich muss mit dir reden. Worum geht es, Vulkan? Ja, wir müssen, kann ich sie nicht mitnehmen? Muss ich den Prinz? Wir müssen dann... Haben? Nee. Ändern nein. Nichts. Wie, und? Danke. Oh. Das geht nicht, oder was? Müssen wir denn machen? Der obere, die Wachtürme von Karaltas? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die sprechen es irgendwie alle anders aus. Karaltas. Karalilalo. Oh, warte mal, da ist eine Sackgasse. Da liegt doch wieder was. Das ist immer so. Immer in Sackgassen gehen, da habt ihr dann ein schönes... Oh, okay. Da findet ihr dann schöne Sachen. Ist in der Regel immer so, in jedem Rollenspiel. Immer. Vertraut mir. Gleich mal ein bisschen. Ja, also der Prinz, der taugt hier echt nicht viel, ne? Leider. Leute, das ist der zweite Schwierigkeitsgrad. Ich will ja gar nicht wissen, wie es abgeht, wenn ich den ersten wählen würde, den schwersten nehmen würde. Och ja, guck mal. Der leuchtet so schön. Wow. Genau. Och ja, guck mal. Der Prinz ist tot. Der Prinz ist tot. Verzieh dich doch mal, Junge. Oh, ja, ja. Oh, ich bin eingeheißt. König heiße. Jetzt geht's wieder, ja? Hat sich abgeregt. Kommt der Schaden die ganze Zeit hier? Boah. Boah. Oh. Was habe ich denn da abgekriegt? Der hat, guck mal, der hat irgendwie die ganze Zeit noch seinen Schaden gehalten. Oh. Dass ich sein Schild auch nicht zerstören kann oder sowas. Ja gut, ich meine, mit der Kriegerstellung könnte ich ihn schon rumtreten, aber... Das habe ich hier leider nicht zur Verfügung. Und extra dafür wechseln, um dann einen Tritt zu machen, finde ich auch ein bisschen blöd. Ich dachte, da steht Edwin. Von der Frisur her passt es ja, ne? Der Baumstamm. Na gut. Flachwitz Nummer 10. Weiter geht's. Ehe. Bleib mal lieber hier im Schleichmodus. Ja, ich höre es schon wieder, meine Freunde. Bäh, bäh, bäh. Bäh. Oh. Stampfst du da so? Ich dachte, Elfen haben so einen leichten Tritt. Das ist da oben irgendwo. Schlangenzungen. Aha. Oh. Chance für kritischen Treffer und Störfähigkeit. Na gut. Physischer Schaden, Tarnmodus. Besser. Was? Tarnmodus? Nee. Ich weiß gar nicht, was kann ich denn hier machen? Kritischer Treffer 4. Physischer Schaden 1. Ich glaube, hier nehme ich die kritischen Treffer und hier nehme ich Schaden plus 2. Schön, dann haben die den gleichen Schadenswert, aber hier habe ich mehr Krit und mehr physischer Schaden im Tarnmodus.
Warte mal, da komme ich. Komme ich dann da rauf? Von da? Ah, klasse, da muss ich jetzt ganz außen rum, Leute. Dann gehen wir halt mal außen rum. Lalala. Wahrscheinlich kommen hier wieder Gegner gleich. Gegner ist es. Ach, ich hätte ja sowieso hier lang müssen. Na gut. So, boah, ist hier düster, ne? Mach mal Licht. Gibt's hier keine Gegenstände? Ich bin ja ein wenig enttäuscht. Och, da sind sie wieder. Unser Mopsel ist auch noch dabei. Da gesehen. Oh, super. Oh Gott, ist das hier voll. Warum steckst du die Dolche weg und warum sind die auf einmal nicht mehr Feuer? Ach Leute. Komm auf See. Oh, ich bin ja gleich tot. Was zur Hölle? Alter Schwede. Oh, der Prinz ist gleich tot. Schon wieder. Oh. Oh, Prinz. Der Prinz ist tot. So furchtbar. Na komm her, Dicky. Au. Stirbst du mal? Oh. Nein. Oh, jetzt platzt er. Au. Sag mal, das Gift. Guckt euch mal an, wie lange das tickt. Alter Schwede. Alter Schwede, das geht ganz schön lange. Und ich sehe schon wieder nichts. Also die Nacht hier ist echt dunkel. Oh, das mich immer schreckt. Einfach mal den Kristall abtreten und wir bekommen Rohmetall. Na gut. Na schön, Leute. Ich würde aber sagen, das reicht, glaube ich, schon wieder für diesen Part. Bin ich da rauf? Nö. Ist hier denn nichts mehr? Oh, ich weiß nicht. Jetzt bereue ich das so ein bisschen, dass ich strikt auf Schurke gegangen bin und dann den Rest auf Feuer. Ich hätte vielleicht doch wieder so alles ein bisschen mischen sollen. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich hier auf dem richtigen Weg, ne? Na gut, ich werde mal speichern, Leute. Lasst mir noch gerne was Schönes da. Wenn es euch gefallen hat, ein Like, ein Kommentar. Und ja, soll ich vielleicht doch mehr mit den Leuten quatschen? Ist eure Entscheidung. Ich meine, ihr seht's ja, die Dialoge sind okay, aber nicht alle, leider. Also die mit den Elfen fand ich ganz gut, aber wenn die Menschen, also gerade er hier anfängt zu reden, na gut, Leute, bis zum nächsten Mal mit Bound by Flame.